und willkommen zurück aus Shreks Hotel. Und ich habe derzeit Angst. Wie sieht er bitte aus? Das kann nicht gut enden. Und wir müssen 5 Nächte in diesem schrecklichen Hotel verbringen. Und ich glaube, ich werde schreien. Deswegen tragt bitte keine Kopfhörer. Ernst gemeint. Lasst unbedingt Daumen nach oben, damit ich öfter sowas mit euch zocken soll. Aber 5000 Daumen nach oben, weiß ich Bescheid. Und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los und schreibt mal gerne in die Kommentare, würdet ihr euch trauen, dort eine Nacht zu verbringen oder so gar nicht. Okay, los geht's. Ich hab schon Angst. Ich werde schreien. Okay, es gibt Jumpscares. Und blinkende Lichter. Oh, da würde ich niemals eine Nacht verbringen wollen. Nein, danke, ich habe jetzt schon Angst. Du bist wieder ein obdachloser Kunde. Wie sonst auch. Du hast nur 5 Nächte, die du dort verbringst. Du weißt, es wird alles gut gehen. Es war schon immer so. Ja, nee, ich glaube nicht. Nacht 1. Ich habe keine Ahnung, wie ich steuern soll. Ich muss gleich erstmal rumprobieren. Hi, Shrek. Ich sehe hier keine anderen Gäste. Muss ich mit dir reden? Alter, warum ist dein Mund so schief? Drücke E, um zu interagieren. Okay, machen wir mal. Oh, hello there. Welcome to Shrek's Hotel. How can I help you? Okay, willkommen in Shrek's Hotel. Wie kann ich dir helfen? Ja, ich bräuchte ein Zimmer, Junge. Hi, can I get a room for 5 nights, please? Wie ist dein Gesicht? Okay, ich brauche ein Zimmer für 5 Nächte. Sure, we have an empty room on the second floor. Im zweiten Stock befindet sich ein leeres Zimmer. Dort können wir wahrscheinlich übernachten. Okay, müssen wir jetzt dorthin? Ich glaube schon, ne? Wie hört sich das bitte an? Was ist das denn hier? Okay. Können wir hier lang? Ja, ne? Oh, da ist Esel. Warum hängt der da? Ich habe Angst. Okay, geh mal hoch. Kann ich auch sprinten? Nö. Oh, warum ist das so gruselig? Die Tapete erinnert mich an Backrooms irgendwie. Okay. Lebkuchenmann? Was macht der da? Ist das unser Zimmer? Nö. Ist es sein Vater oder hat er einen Glow-Up gehabt? Weil ich meine, er sah ein bisschen dünner aus. Ja, okay. Keine Ahnung. Familienunternehmen vielleicht. Können wir hier rein? Nö. Können wir hier? Okay, wir können da rein. Aber wir gucken erstmal hier ein bisschen. Was gibt's denn hier? Ein japanischer Automat? Okay, das ist nice. Kann ich bitte was hier kaufen? Nein? Okay. Okay. Was ist hier? Können wir hier rein? Nö. Können wir uns nachher da drin verstecken? Das kann ich jetzt nicht aufmachen. Es ist abgeschlossen worden. Aber Gingerbread Man ist da drin verschwunden. Okay, dann gehen wir mal in unser Zimmer. I need to take a dump before sleep. Müssen wir jetzt auf Klo gehen oder was? Ich will schlafen! Ich will nicht nochmal runtergehen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Okay, dann wollen wir mal. Wir müssen. Ich hoffe nicht, dass ich nachher rennen muss oder so. Hi, Shrek! Excuse me, where is the toilet? Wir fragen doch so richtig britisch, Leute. The toilet is over there. Alter, der starb, ne? Ohne zu blinzeln. Geht's dir gut, Shrek? Blinzel einmal, falls du Hilfe brauchst. Nein? Okay. Don't you dare piss on the walls. Als ob wir gegen die Wand... Ach, was ist hier eigentlich? Können wir da auch rein? Nö, da ist abgeschlossen, okay. Ich habe Angst. Okay. Was ist das für ein Spiegel? Wie klein bin ich? Oh, seht ihr das Rote? Müssen wir hier mal machen? Ja, eine richtige Ogre-Toilette. Oh. What? Ja, erstmal alles rauspressen hier. Okay. Warte, müssen wir nicht Hände waschen? Können wir nicht mal? Io. Sehr hygienisch. Okay, wir machen wieder wenigstens die Tür zu. Und jetzt gehen wir zurück in unser Zimmer. Ich fühle mich dezent beobachtet. Was ist, wenn wir genauso enden wie Esel? Ich weiß ja nicht. Ist damit die erste Nacht überwunden? Wir machen lieber mal Tür zu und gehen schlafen. Ich glaube, wir haben es damit geschafft. Ja, Nacht 2. Es wird wahrscheinlich immer gruseliger. Oh, hi. Oh. Was los hier? Wo bin ich hier vorne? Last night you took a big dump in my toilet. Took me a long time to clean it. Wir haben was Großes hinterlassen in seiner Toilette und er brauchte zu lange, um es sauber zu machen. Jetzt ist er sauber auf uns. What the heck? Now you have to help clean up the toilet. Wir müssen jetzt die Toilette sauber machen? Digga, mach das selber!
der süße Lebkuchen. Oh, muss in die Toilette schrumpfen. Hä? Warte, was? Ich hab einfach mal von ihm den Besen bekommen. Aber weinst du denn? Ich hab mir das noch nicht freiwillig ausgesucht. Mach doch ruhig die Toilette selber sauber. Hier, nimm. Hör auf zu weinen. Ich glaube, er weint, weil einfach Shrek so böse zu ihm ist. Oh, ich hab Mitleid. Okay, dann machen wir mal hier sauber. Wir schrubben das Klo. So, jetzt aber bestimmt sauber, oder? Das müssen wir auch machen. Hä, den Boden? Ich dachte, die Toilette. Warum ging die Tür zu? Sind wir jetzt fertig? Keine Ahnung. Hallo? Wir wurden eingeschlossen. Hallo? Hallo? Müssen wir alles sauber machen jetzt hier, oder was? Ey, die Toilette war doch vorher schon dreckig. Der Lebkuchenmann weint doch, er wollte das doch freiwillig machen. Okay, Besen in die Ecke geworfen, jetzt können wir auch bestimmt raus, oder? So. Ich bin fertig. Und nun? Muss ich mit dem Lebkuchenmann reden? Was muss ich machen? Okay, ich gehe mal nach oben. Tschüss. Was war das? Warum ist das so weird? Who was that? Wer war das? Wie seltsam war das, bitte? Okay, mach schnell wieder die Tür zu. Das war mir ein bisschen zu strange. Okay, wir gehen jetzt schlafen. I don't feel sleepy. Ja, was soll ich denn sonst machen? Maybe I should take a look at the paintings. Wir sollten uns... können wir nicht bitte rausgehen? Ich will nicht in dem Hotel rumlaufen. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Ja, wo sind denn hier irgendwelche Gemälde? Hier. Oh no, what have I done? Was soll das denn? I should do something. Nicht sauber machen, dann ist das ganze Gemälde, glaube ich, ruiniert. Run away oder hide painting? Wir verstecken's. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh, that was close. Oh. Who could it be? Hi, how could I help? Wie kann ich Ihnen helfen? Just checking in. There's some noise coming from upstairs. Alter, ist er ein Stalker? Er hört alles. I didn't hear anything. Are you sure? ja, ich bin mir sicher. Yes, everything is fine. All right, good night then. Wie stumpf war das denn? Okay, können wir jetzt schlafen? Alter, wir haben das ganze Gemälde ruiniert. Wenn er wüsste. Okay, die zweite Nacht haben wir überlebt. Hä, was flüstert er da? Excuse me? Lästert ihr über mich? Ja, nee, ihr braucht gar nicht so gucken. Ihr habt über mich gelästert, ne? Weil ich euer Schmuddelzeug in der Toilette wegmachen musste, ne? Ihr Drecksäcke! Du siehst einfach unschuldig aus, weinst, aber du bist ganz böse. Ich weiß das ganz genau. Ich fress dich. Das ist eine ernst gemeinte Warnung, Leute. Ich liebe Lebkuchen, okay? Kann ich mir Essen holen? Ich habe irgendwie Hunger. No way! Da ist der gestiefelte Kater! Die flüstern schon wieder. Und da ist dieser seltsame Mann. Was soll denn für ein langer Hals? Bist du die Giraffe gewesen? Okay, gehen wir mal zum dicken, gestiefelten Kater. Guck mal an, wie völlig er geworden ist. Okay, bei der Auswahl wundert es mich auch nicht. Was sollen wir essen? Pizza, Banane, Burger, Chinese Food. Ich würde sagen, wir nehmen die Pizza. Jetzt können wir uns hier hinsetzen. Müssen wir uns bei dem Kerl... Oh nee, ernsthaft. Digga, guckst du mal die Pizza an. Okay, ich will gerne mich hinsetzen. Hey, ja, how are you doing? Hey, wie geht's dir? Hi, okay, er heißt Carl. Nice to Alter, meet you, Carl. Warum ist das so dezent unangenehm? Alter, mit einem Happen die ganze Pizza? Was ist das? Wir sehen am Ende aus wie der gestiefelte Kater. Können wir bitte mehr essen? Alter, er ignoriert uns einfach, ne? Und streichelt seine Wampe oder was? Du dicker Kater, du. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder raus. Der Lebkuchenmann ist weg. Gehen mal nach oben. Alter, bester Urlaub ever. Es fühlt sich so an wie Jugendherberge einfach. Kannst nichts machen, außer die hässlichen Teppiche angucken, komische Gemälde versauen und das seltsame Essen essen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen. Good night. Das war ja easy. Wird das noch irgendwie sehr gruselig? Wir haben jetzt noch keinen Jumpscare gehabt, ne? Vielleicht müssen wir uns irgendwie erwischen lassen. Warte mal. Ziehen die hier aus? Wo ist Shrek hin? Können wir hier rein? Okay, aufs Klo können wir. Ich kann aber nicht aufs Klo gehen. Ist jetzt alles offen?
Die Stiefelkater ist weg. Das Essen ist weg. Nein. Seltsam. Können wir hier reingucken? Nö. Hä, wo sind denn alle? Hallo? Ist hier noch jemand? Können wir jetzt in alle Zimmer gehen? Did you do this to my great, great grandpa picture? Nein, ich war das nicht. I have had enough of your trouble. Was hab ich getan? Now you must pay this off by working a night shift for me. Wir müssen in Nachtschicht. Go downstairs and bring the boxes upstairs, then put them in the warehouse. Was? Okay, dann machen wir es mal. Walk of shame hier. Wir müssen jetzt irgendwie die Boxen hier einsammeln und dann nach oben bringen und dann ins Lager. Okay. Alter, ich habe mich so erschrocken gerade. Der stand da plötzlich, der wühlt in meinem Zimmer rum. Was ist das denn? Ja, wohin jetzt damit? Hier rein? Das ist das Lager? Was? Wo ist der Lebkuchenmann? Wo ist der andere Gast? Das macht mir gerade Angst. Was machst du denn hier? Hey, how are you doing? Was machst du hier? Hello, I'm fine. Do you need any help? Na, wenigstens bietet er die Hilfe an. Thanks, it would be great if you could bring a box upstairs. Wir sollen ihn doch nicht ernst haben, er soll Boxen hochbringen. Oh, der macht das? What? Hey, wie cool. Okay, ist er jetzt hier oben? Alter, der war ja richtig schnell, Mann. Okay, ich bin fertig. Karl hat mir geholfen. Good boy. Now you can go sleep. Good boy, what the heck? Okay, ja, dann lass mich mal. Hör auf, mich so anzustarren. Ah! Er kann seinen Kopf drehen. Ich habe Angst. Schnell die Tür zu. Aber wir sind hier nicht sicher. Der wühlt bei uns rum. Mitternacht. Jetzt ist es gruselig. Ich hoffe nicht, dass ich rennen muss. Ich habe Angst vor dem Jumpscare, aber es ist so verdammt dunkel. Ich dachte, wir müssen nur 5 Nächte übernachten hier drin. Ist abgeschlossen. Hallo? Ist hier jemand? Oh! Leute, was hat er mit Karl gemacht? Karl, geht's dir gut? Oh, das ist gar nicht gut. Shrek ist am Durchdrehen. Können wir uns was zu trinken holen? Immer noch nicht. Letzte Tür? Verschlossen. Alter! Ich glaube, es war ein Albtraum, oder? Warte, wo sind wir? Shrek Juice? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, das zu trinken. Ah, I feel strong. Okay, jetzt haben wir anscheinend irgendwie Stärke bekommen. Oh, Alter, was war das? Oh, ach so. Okay, dann haben wir wahrscheinlich schnell ab, da war Karl. I feel weak again. Moment, muss ich zurückgehen und mir nochmal was holen? It says on the back to not drink more than once in your lifetime. Okay, wir dürfen nicht mehr I might overdose. Als eintrinken. Take one but don't drink. Okay, machen wir es so. Lieber einen mitnehmen und nicht trinken. Vielleicht will ja Karl eins. Hier, Karl. Here, take this energy drink and drink it. Okay. Okay, dann müssen wir jetzt das aufmachen, dann gehen wir raus. I feel strong. Probieren wir es jetzt mal. So. Gehen wir nochmal hin und holen direkt ein. Okay. Nehmen wir jetzt einen mit. Trinken aber nicht. Mal gucken, ob das gut geht. Müssen wir ganz schnell loslaufen. Oh, wir müssen Karl im Stich lassen. Okay, wir laufen weiter. Hier. Here, take Trink. This energy drink. Wir lassen drink die Bros it. Nicht im Stich. Okay, jetzt aber. Oh! Ich kann nicht schneller. Ich drehe mich jetzt nicht um. Sonst erwischt mich Shrek. Ah! Ich habe Angst. Hilfe. Wohin? Haben wir es geschafft? Oh! Was ist mit seinem Gesicht los? Oh! Er ist Giga-Chad geworden. Giga-Karl.
Diese Transformation! Gelassen hätten. Gibt es dazu auch noch ein Ende? Ich weiß es nicht. Aber ja, dieses Spiel war echt sehr weird. Und ich musste schreien. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so da lieb. Bye!